In Ruhe lassen. Lauft! Ja, okay. Sure thing, alright? Right. Weißt du, und dann wundern die sich, wenn die vernichtet werden. Ich möchte doch nichts anderes als Frieden. Koexistenz, Freunde. Koexistenz ist das Schlüsselwort. Yes? Ups. I'm ready. What you need? I'm ready. So. Yeah? Okay. Yes, attack. Und weiter schaffen. Passt noch alles von den Zahlen her? Ja, soweit. Ey! Wieso ist da jetzt gerade einer übergegangen? Zum Holz? Hä? Ach so, ja, logisch, wegen. Wegen dem, ne? So, jetzt ist er dann mit dem Schwertchen. Wenn er dann beim Schaf ist, geht er gleich wieder bei der Nahrung auf die 6. Hoffentlich. Oder er streikt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. So. Wenn das nämlich zumindest von der... Ja, das sind nur Bürger. Ich befürchte allerdings, dass wir die trotzdem eliminieren müssen, weil sonst natürlich die Gefahr besteht, dass die sich irgendwo einfach wieder aufbauen. I'm ready. What you need? I'm ready. Attack. I'm ready. Sure thing. Deswegen gehen wir da jetzt auch mal Richtung Norden. Scheiße. Und nach Süden. Ihr bezieht hier mal so Stellung. Während die Infanterie hier unten ist. Komm schon. Ja, sehr geil. I'm ready. Kommt schon, knallt ihr ab. Wir könnten nochmal unsere Einheitentypen weiterentwickeln, fällt mir gerade ein bei der Gelegenheit. What you need? Sehr schön. Falkonette kriegen sie selbst verteidigt, so habe ich mir das vorgestellt. Okay. Ja, dann haben wir es doch im Griff. Yeah, I'm attack. Yes. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich da gerade wieder aufbauen wollen. I'm ready. All right. Okay. You got it. Sure thing. Deswegen, also solange hier nicht jeder feindliche Dorfbewohner eliminiert ist, okay. Dann ist natürlich jetzt auch die große Preisfrage. Ob wir wirklich alle haben oder ob noch was fehlt.
Insbesondere hier nach hinten raus. Aber... Okay. Ach, hier ist Kartenende. Right. I'm ready. Okay. What's your sure thing? Gucken wir nochmal gerade da oben, aber ich nehme an, dass es das ansonsten war mit denen. Alright. Sure thing. Ja. Ja. Gut. Mit Orange war's das. I'm ready. Alright. Yes, I'll do it. So, dann hätte ich gerne wieder ein Dragonerregiment. Ah, und wir können sogar in die 4 aufsteigen. Ich weiß allerdings nicht, ob das jetzt großartig notwendig ist. Ich würde sagen, wir lassen's. Ja, komm, nehmen wir halt die Kenny-Reiter dazu, mein Gott. Naja, nee. I'm ready. So, yes. Dann sind die Falkonette wieder Gruppe 3. What you need? Sure thing. Und die Dragoner Gruppe 2. Und die Bürger okay. Da unten, mit denen ist's vorbei. Sure thing. I'm ready. All right. Sure thing. All right. Okay. Ja, schön dich dran. You got it. Ja, genau. Komm zurück. Komm zurück. Sure thing. Gut. Ey! I'll get him. Yeah, I'm ready. Right. I'll get him. You got it. So haben wir uns auch tatsächlich einen Holzfäller getötet. I'm ready. Yeah, you got it. Und die Kenny-Reiter sind direkt mal auf 2 reduziert worden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die auf 0. Unsere Indianertruppen halt. Mein Gott, ihr wisst doch, was ich meine. Okay. Sure thing. Da, die Tomahawk-Werfer, so. Ohne anzuklicken, ja? Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Selbst dran erinnert. Buha! Das ist eine Sache, auf die ich stolz sein kann. Menno. Bin doch schon auf sonst nix. Okay. Dann würde ich sagen, bereiten wir auch schon den finalen Angriff vor, so langsam. You got it. Na, warum leckt's jetzt? Alright. Okay. Okay. Ja, ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach, weil ganz im Ernst, der Stützpunkt da oben wird nicht sonderlich viel stärker sein. I'll do it. I'm going now. Yeah, okay. Alright. Yes, right. I'm ready. I'm going now. Da 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 dum dum. I'll do it. What you okay? Yes, I'm going now. Oh yeah. Yeah, alright. So, ihr bleibt hier. Yes, right. Ihr bleibt auch hier und sichert gleich die Falconette. Gegen solche Typen da. I'm ready. Ja, ja, ganz genau, ganz genau. Ja, oder ihr schützt nicht die Falconette oder nur die Hälfte schützen die Falconette. Das ist kein Problem. Macht das einfach, wie es euch am besten passt. Und irgendwie werden wir das schon schaukeln. Also das passt schon. Also nur kein Stress. Gerade bei so einer Schlacht, da muss man die Ruhe bewahren.
Ja, da bringt es nichts, überstürzt zu handeln oder irgendwie sich übermäßig zu beeilen, sondern da muss wirklich... Ja, da muss jeder Schritt gut durchdacht werden. Nein, nix to battle. Die hier to battle. Und ihr weg da, kaputt machen. Wenn ich auch nur ein einziges Falconet verliere, auch nur eins, dann probiere ich aus, ob hier Umschalt entfernen geht. So. Gut. Na bitte. Geht doch. Ja, so viel also zu unserer ersten Mission in Akt 2. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie viele Karten haben wir denn? 2 Stück haben wir gekriegt. Ich hätte gerne Bisons. Und ich hätte gerne Gold. Ich glaube, wir nehmen die. Was haben wir hier? Plänkler, Berglöwen. Aber es gibt wieder einige interessante Auswahl. Oh, okay. Das ist jetzt allerdings auch nicht so entscheidend. Was haben wir hier sonst noch so? Alle Siedler sammeln schneller. Oh. Lebenspunkte von Gebäuden erhöht. Angriffsstärke ist uninteressant. 2 Feldravois ist uninteressant. Ein Feld hat uns bisher eigentlich immer gelangt. Das hier ist interessant. Ich glaube, das nehmen wir mal. Sie haben soeben Ihre 21. Karte erhalten. In der Kampagne Feuer und Schatten ist Ihr Kartendeck auf 20 Karten begrenzt. Sie können jedoch mehrere Decks zusammenstellen, wo Sie wenn Sie Schwierigkeiten haben, ein Szenario zu gewinnen, stellen Sie ein anderes Kartendeck zusammen. Okay, ich verstehe. Dann müssen wir da gleich auch nochmal gucken. Ja. Okay. Dann müssen wir mal gerade das Deck umstellen. Das brauchen wir dann zum Beispiel mal nicht. Ja, das hier nehme ich mal raus. Dann nehme ich die verdammten Kenya-Reiter raus. Das sind zwar 12 Einheiten, aber nein. So. Dann möchte ich nämlich auf jeden Fall haben die weiterentwickelten Handelsposten und die Wirtschaftstheorie. Warum geht das nicht? Hallo? Na, wir haben doch nur 18 von 20. Was soll denn das? Ich meine, gut, die Fischerboote brauchen wir nicht, aber hey. Deswegen wahrscheinlich. Ja, okay, verstehe. Wir können also auch für das Zeitalter nur eine begrenzte Zahl von Karten haben. Okay. So. Nehme ich halt nochmal einen Kenya-Reiter dazu, den 7er. Ja, komm. Achso, ja. Ja gut, dann nehmen wir noch den. So. Nehmen wir doch die Kenya-Reiter rein, so lange. Mein Gott.
Dann passt das so. Ja, okay. Dann würde ich sagen, war es das mit dem Auftakt zu Akt 2. Und ich hoffe, ihr hattet auch heute wieder euren Spaß und seid dann auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und wenn es euch gefallen hat, dann wie immer freue ich mich über Kommentare, über eine Bewertung und natürlich auch über ein Abo. Und dann sehen wir uns in alter Frische wieder in der zweiten Mission unseres Aktes. Dann schauen wir mal, ob wir tatsächlich primär bei den Indianern kämpfen bleiben oder ob wir noch gegen die Spanier gehen. Denn die Spanier waren ja dann nach der Unabhängigkeitserklärung die größten Konkurrenten der USA. Das habe ich auch schon gesagt. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.